Stellt deine Mama sich auf eine Waage, ist die Zahl größer als mein Steuer-ID. Oh! Bruder, zehnstellig, Bro. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Alright, let's do it, man, Alter. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Wir haben heute wieder eine Reaction am Start. Und zwar werden wir jetzt auf das neue Battle von 4-7 reagieren. Der hat ein neues Battle hochgeladen und zwar ist es heute der Chef gegen den Angestellten. Kündigung ist raus, steht im Titel. Ich bin gespannt. Die Battles haben echt ein cooles Niveau erreicht, finde ich. Und ich freue mich auf weitere Folgen an der Stelle. Natürlich an der Stelle. Lasst gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Folgt dem zweiten Kanal hier auch. Einfach aus Prinzip, oder weil Prinzip Prinzip ist. Wir gehen rein ins Battle. Angestellter. Versus den Chef. So, 9 to 5 it out, man. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4-7 und herzlich willkommen zu Big Difference, der besten Battle-Rap-Show in Deutschland. What's poppin', G? Bitte gibt es was ganz, ganz, ganz Krasses für euch. Und zwar battelt heute ein Angestellter gegen seinen Chef. Die werden sich übertriebene Punchlines an den Kopf schmeißen. Ich bin drauf sehr, sehr gespannt. Check das auf jeden Fall ab und viel Spaß mit dem Battle. So, meine Freunde, kommen wir direkt zum Interview vom Angestellten gegen Chef. Und ich glaube, die beiden sind richtig heiß auf das Battle. Ne? Eine Frage an dich. Ne? Ist der Angestellte... Kleines Komm ins Café noch vorab, oder was? ...gut in seiner Arbeit? Auf gar keinen Fall, Bro. Er kommt immer zu spät. Er hetzt alle Leute gegeneinander auf. So, ich muss einfach heute mit ihm abrechnen. Okay, was sagst du dazu? Ich sag so, ich komme, wann ich will. Ich gehe, wann ich will. Ich habe gar keinen Bock mehr auf deine Arbeit. Du wirst gleich sehen, ich werde dich auseinandernehmen und danach werde ich nie wieder zurück zu dir kommen. Kündigung ist eh schon raus, Bro. Also, ob er gekündigt wird oder ob er selber kündigt, das werden wir sehen im Battle. Ne? Habt ihr noch abschließende Worte? Wir werden gleich sehen, wer der Bessere ist. Ich nehme ihn auseinander. Ganz, ganz stark. Wir sind gespannt. Let's go. Was geht ab, Leute? Mein Name ist 4-7. Wir sind hier bei Big Difference. Und heute haben wir wieder was ganz Krasses für euch. Wir haben hier den Chef gegen den Angestellten. Wir sind immer noch in der Shisha Bar Bless, Rheinstraße 72, sein Laden. Und der Chef wird beginnen. Let's motherfucking go. N100, drück auf Play. Tja. Da ist er wieder, dieser elende Clown. Tut immer auf beschäftigt, doch ich sehe es genau. Denn schaue ich bei seinem PC im Verlauf, sehe ich Zugriff auf den Porna Premium Account. Spicy Big Butts, Motherfucker. Bro, der musste sein. Diese Forza wachsen, jeder Harzer würde deinen Scheißjob besser machen. Ich trinke schon aus Frust, wegen dir Lauch nur Korn. Ein Fingerschnips und schon bist du outgesourced. Neulich sah er mich in meinem Lambo fahren. Er sagte beeindruckt, er wird auch gern so eine Karre haben. Ich sagte, wenn du fleißig bist, die nächsten Jahre steht bald schon ein zweiter in meiner Garage. Du würdest hier jetzt gerne erzählen. Nicht schlecht, Bruder. Also ich finde so, seine Stimme und seine Delivery auf jeden Fall nice. Manchmal ist er ein bisschen raus, glaube ich so. Ne? Also manche Wörter kamen so ein bisschen schnell gedrückt nochmal schnell hintenher so. Aber grundsätzlich eigentlich cool, Mann. Blicken, ich werd dich Bastard ganz einfach in Rente schicken. Auf seinem Schreibtisch steht ein Bild von Frau und Kind. Dreh das lieber um, sonst werd ich beidseits blind. Ich verdiene sehr geschwind, Geld. Was du in die Rentenkasse zahlst, geb ich als Trinkgeld. Kommst du nach dem Sport zur Arbeit wie das Mieft, Alter. Deshalb gab's Deo-Roller zur Betriebsfeier. Dein Lebenslauf war weder krass noch toll. Ich hätte dich Bastard einfach ablehnen sollen. In seinem Schreiben stand so, Walla Chef, das kann ich. Bewerbungsbild Trisomie 21. Geil, Digga. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ganz starke Runde. Ganz, ganz starke Runde von Chef. Mach einmal der für den Chef. Bombe, Bombe. Das ist die Difference. Kommen wir direkt zu der ersten Runde, zu der Antwort von seinem Angestellten. N100, drück auf Play. Das da hinten ist der Fuckboy, Bruder. Runde zu der Antwort von seinem... Das ist sein kleiner Bruder.
selten. 100, drück auf Play. Yeah. Was für Trisomie, du möchte gern, ich fick dein Leben. Meinem Chef wollte ich schon immer mal so richtig geben. Wenn ich diese Krankheit hab, du trauriger Lauch. Ja, dann hat das auch das Kind in dem Bauch deiner Frau. Niemand will dir gerne Arbeit betreiben. Da geh ich lieber beim Arbeits ein paar Bewerbungen schreiben. Nice, Digga, nice. Ich find seine Stimme und dieses bisschen Laidback-mäßige passt besser auf diesen Beat. Die Corona-Hilfe von dem Staat war so mies und du opferst dir davon nur Viagra gekauft, hä? Und was war das mit deinem Lambo für eine Rede? Ich sah dich bis jetzt nur mit deinem Twingo in der Gegend. Machst äußerlich auf Löwe, doch bis innerlich Hyäne. Ne Mio hatte nur ein Payback-Punkten bei Rewe. Geil, Digga. Bisschen mehr noch Emotions, also bisschen mehr rein vielleicht so, also von der Aussprache her vielleicht ein bisschen mehr reinknallen, aber ansonsten Stimme und Flow passt zum Beat auf jeden Fall. Echt, du kannst hier Punkte verdienen, passt auf Jungs, er macht das nur ein paar neue Kunden zu kriegen und deine Zoom-Calls, Bro, diesen dögen wie mies, du bist hässlich, benutz mal einen Filter, du Peach. Raus mit mir fremd gegangen. Filter in it, man. Ich seh, wie sich der Schweiß an deinen Händen sammelt. Mit Homeoffice passt das gerade zusammen. Ich acker einfach ein bisschen in eurem Schlafzimmerschrank. Yeah, in meinem Lebenslauf steht, ich bin unglaublich sick. Praktika, Studium, Unterricht lit. Bachelorat, Lektorat und auch unterum fit. Und zwischendurch ziemlich oft deine Mutter gefickt. Yeah. Yeah. Also ich sag mal so, wenn du es jetzt vergleichst zum Beispiel mit dem Fuckboy, der Fuckboy hat ein gutes Level an Rap gehabt, weißt du? Davor waren auch noch ein paar Kandidaten, die ein bisschen besser waren. Ich finde, die zwei haben auch ein Level, was okay ist, aber es kommt nicht an dieses Top-Level ran, was Big Difference bis jetzt schon hatte, weißt du? Starke, starke erste Runde vom Angestellten. Macht einmal Lärm für den Angestellten. 4-7 ist manchmal ein bisschen verwirrt, so, ne? Hab ich das Gefühl. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde von dem Chef. Let's motherfucking go. 100 drück auf Play. Ich hole die Kohle, schau wie ich Kinder versohle. Man fragt sich, wie kamst du an den Job? Doch in Deutschland gibt's eine Behindertenquote. Das wären deine Bereiche, doch musste leider begreifen. Dein Job und Rap sind sehr ähnlich, denn du bist in beidem echt scheiße. Bist ich hart, nur ein Heuchler, ich muss gerade beteuern. Er schreit fuck the police, aber zahlt dann jedes Jahr brav seine Steuern. Und Spaß, fick dich Lauch, ich zieh dich gerade einfach Afro-Trap, yo. Dich aus, er hört heimlich Kontra K und sagt, irgendwann macht er sein eigenes Business auf. Ey, wow, Digga, der Flow war geil von dem Cousin gerade. Elende Plage, was zum Ackern, doch nie in der Lage. Ich befördere dich höchstens wegen Frauenquote in Führungsetage. Du dämliches Schwein, wird Zeit, dass du es begreifst. Du wärst sehr gerne wie ich, aber... Der Frauenquote war ein bisschen Ding, weil er vorher schon den Behindertenquote gebracht hat, so ein bisschen Ding. Weißt du, was ich meine so? Hätte er sich noch was anderes einfallen lassen können. Das ist nie sein Zeit. Der war lustig so. Der war gut, Mann. Der war echt stark. Starke zweite Runde. Der Beat macht's auch ein bisschen lustig so. Starke zweite Runde vom Chef. Macht einmal der für den Chef. Bombe, Bombe. Das ist Bombe auf Afro-Trap Beat. Ich bin gespannt, die da hinten mit dem blauen Anzug, die Blonde, ist vielleicht die nächste Damenkandidatin. Weiß noch nicht, was sie vertritt, aber ich bin gespannt. Ich bin immer so curious, was Mädels-Rap angeht. Weißt du, was ich meine so? Weil das noch relativ neu in Anführungszeichen ist. Bro, wo gibt's sowas? Nur bei Big Difference. Kommen wir direkt zu der zweiten Runde vom Angestellten. Let's motherfucking go. 100, drück auf Play. Was Mädels angeht, hat die Samsung-Userin auf jeden Fall ein gutes Level dagelassen. Yeah. So, Bro, jetzt hau raus hier. Ey. Frauenquote, ja, ich seh's genau. Du hast 0% Mädels im Bau. Weil Frauen keinen Bock auf dich haben, trotz deinem Tinder-Premium-Account. Ich zersiebe dich hier, schau wie ich dich auch Backstage rasier. Deine Firma ist so krass am, du schreibst deine Rechnung auf Toilettenpapier. Ich hol dir Torten gratis, du kriegst keine, auch wenn du bezahlst, Bitch. Wegen dir Opfer wurde Insolvenz zum Wort diesen Jahres. Du bist heute besiegt, denn du bist ein räudiger Freak. Stellt deine Mama sich auf eine Waage, ist die Zahl größer als mein Steuer-ID. Oh! Bruder, zehnstellig, Bro. Du kleiner trauriger Clown, schürf dir heute nicht dein Testosteron. Träumst von nem Lambo, doch hast den Lambo nur in der gottverdammten Mashbox-Version.
Bro, der ist auch stark. Du bist schwierig und arm. Oh Gott, ich zersiebe dich grad. Was für Apple oder Windows? Du hast in deinem Büro halt nur Linux am Start. Ich mach Tinte zu Klang. Sei leise, verschwinde hier, Mann. Viel Spaß, jemand Neuen zu suchen. Sieh diesen Part als meine Kündigung an. Stark. Ey, beide echt stark, muss ich sagen. Starke zweite Runde vom Angestellten. Mach einmal. Wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, dem Chef vielleicht einen Punkt mehr geben, dass er so gerade so gewonnen hat, weißt du? Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr sagt, wer hat für euch gewonnen und warum. Was mir gerade auffällt, ist, dass der Bre hier hinten wahrscheinlich sein Bruder ist, wenn nicht sogar sein Zwillingsbruder, Bro. Ich schwör's dir. Krass. Für das Battle. Und die geben sich Respekt. Ja, Digga, die sind einfach gleich aus. Ihr entscheidet in den Kommentaren, wer von den beiden gewonnen hat. Und wir sind raus. Mit Bart so, Alter. Der Hit mit Bart, der vorne nicht so. PNL auf Wish mäßig. No front, Bruder. So, das war's auch mit dem Battle. Und Leute, ich hab auf jeden Fall ein Anliegen. Und zwar gucken 90... Alright, man. Abonniert ihn, meine lieben Freunde. Gebt euch böse. Cooles Battle. Gutes Battle. Gutes Niveau. Muss ich schon sagen, ich bin gespannt, was ihr sagt. Schreibt eure Meinung in die Kommentare unten rein. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Fellas and girls, peace the fuck out. Skrrr!